des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen in der St. Michaelskirche in Horbach. Der dritte Sonntag im Advent hat einen Namen. Er heißt Gaudete. Diesen Namen hat der Sonntag vom ersten Wort des lateinischen Eröffnungsverses. Gaudete in Domino Semper. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Der Eröffnungsvers ist dem Brief des Apostels Paulus an die christliche Gemeinde in Philippi entnommen. Paulus hat diesen Brief im Gefängnis geschrieben. Sicher waren die Haftbedingungen damals alles andere als angenehm. Ein dunkler Keller wird dieses Gefängnis gewesen sein. Ich weiß nicht, ob mir unter solchen Umständen danach zumute gewesen wäre, über die Freude zu schreiben. Paulus hat es getan. Mit der Aufforderung zur Freude beginnt heute die zweite Hälfte der Adventszeit. Das Ereignis, auf das der Advent vorbereitet, rückt immer näher. Und deshalb steht an diesem Sonntag die Vorfreude auf die Geburt des Herrn im Mittelpunkt, wie es die mancherorts rosanen Messgewänder und vor allem auch der zweite Teil des Eröffnungsverses zum Ausdruck bringt. Noch einmal sage ich euch, schreibt der Apostel, freut euch, denn der Herr ist nah. Lieber Paulus, so langsam verstehe ich, was dich dazu bewogen hat, von der Freude zu schreiben. Der Herr ist nah, auch in dunklen Stunden. Gelingt es mir, mich darüber zu freuen? Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, sieh gütig auf dein Volk, das mit gläubigem Verlangen das Fest der Geburt Christi erwartet. Mach unser Herz bereit für das Geschenk der Erlösung, damit Weihnachten für uns alle ein Tag der Freude und der Zuversicht werde. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht. Er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Dies ist das Zeugnis des Johannes. Als die Juden von Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage, wer bist du, bekannte er und leugnete nicht. Er bekannte, ich bin nicht der Messias. Sie fragten ihn,
was bist du dann? Bist du Elia? Und er sagte, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete, nein. Da fragten sie ihn, wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Auskunft geben. Was sagst du über dich selbst? Er sagte, ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Unter den Abgesandten waren auch Pharisäer. Sie fragten Johannes, warum taufst du dann, wenn du nicht der Messias bist, nicht Elia und nicht der Prophet? Er antwortete ihnen, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch aber steht der, den ihr nicht kennt und der nach mir kommt. Ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Dies geschah in Bethanien, auf der anderen Seite des Jordan, wo Johannes taufte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Einer meiner liebsten Bibelverse steht im Lukas-Evangelium, im Gleichnis vom verlorenen Sohn, im 15. Kapitel, Vers 32. Nachdem der Sohn endlich wieder den Weg nach Hause gefunden hat, ist sein älterer Bruder beleidigt. Er hat dem Vater immer treu gedient. Und jetzt ist sein kleiner Bruder wieder da, der dem Vater nichts als Sorgen gemacht hat, und es herrscht Eitelfreude. Er fühlt sich nicht wertgeschätzt. Er fühlt sich verkannt und zu kurz gekommen. Vielleicht fühlt er sich nicht genügend geliebt. Verbittert verweigert er, in das Haus des Vaters zu kommen. Da kommt der Vater heraus zu ihm und sagt die wunderbaren Worte, aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern. Diese Worte scheinen in diesem Moment völlig unpassend. Wie kann man Freude von einem Menschen fordern, der sich gerade schlecht fühlt? Trotzdem passt der Satz in jeder Lebenslage. Ich sage ihn mir oft vor, wenn ich traurig bin, wenn etwas misslungen ist oder wenn ich nicht mehr so recht weiter weiß. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern. Noch einmal sage ich euch, freut euch. Es war wohl ein und dieselbe Erfahrung, die Lukas, der Evangelist, Paulus, der Apostel und Johannes, der Täufer, miteinander geteilt haben. Die Erfahrung, der Herr ist nahe. Denk daran, wenn deine Sorgen, deine Enttäuschungen für dich zum dunklen Gefängnis werden, denk daran, wenn deine Fragen dich, wie damals die Priester und Leviten, nur immer tiefer in die Wüste hinausführen. Denk daran, wenn du nicht mehr weißt, was du tun sollst. Das Wichtigste ist schon getan. Gott ist Mensch geworden, so nah ist er uns gekommen. Er ist gestorben und er lebt wieder. Du warst verloren und er hat dich wiedergefunden. Feier ein Fest und hab wieder Freude am Leben, denn er ist nah. Wir erwarten das Fest der Geburt Christi. Er ist ganz nah. Ihn bitten wir. Mach unsere Herzen bereit für das Geschenk der Erlösung, damit Weihnachten für alle ein Tag der Freude und der Zuversicht wird. Wir feiern, dass du für uns und zu unserem Heil Mensch geworden bist. Hilf uns auch, Freude über unsere Mitmenschen zu empfinden. Tröste alle, die gefangen sind. Tröste alle, die sich ausgeschlossen, verkannt und ungeliebt fühlen. Lass sie spüren, dass du auch ihnen ein barmherziger Vater bist. Lasst uns beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und mache die Wege hell, die er dich führt. Er lasse dich seine Nähe spüren und öffne deine Augen und dein Herz für die Freude, die er dir schenkt. Das gewähre dir der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Sei gesehen.